Für dich, Digga. Fussel ist Lebenskünstler. Erfolgreich schlägt er der Leistungsgesellschaft ein Schnippchen und ist bislang jeder Arbeit aus dem Weg gegangen. Nein. Hallo? Ich warte schon seit 2 Stunden. Ich bin jetzt dran. Das ist ein interner Vorgang. Kommen Sie. Alter, du hast frei. Entspann dich mal. Seine Sachbearbeiterin in der Arbeitsagentur hat er um den Finger gewickelt. Doch auch sie kann ihn irgendwann nicht mehr decken. Die wollen ein Exempel an Ihnen statuieren. Alle Bezüge streichen, alles. Sie haben ein Burnout, Herr Poschka. Das ist Ihre einzige Chance, nicht obdachlos zu werden. Bitte, können Sie sich informieren. Wir müssen das durchziehen. Der Punk kommt ins Sanatorium. Wotan Wilke Möhring ist die Rolle auf den Leib geschrieben. Dadurch, dass ich ja früher auch in der Punk-Szene war und hatte tatsächlich auch jemand vor Augen, der dieser Typ so ist, vom Gang und vom Aussehen. Und deswegen mag ich den. Der ist halt so ein Lebenskünstler auf seine provokante Art und will einfach nicht erwachsen werden. Anke Engelke spielt die steife Psychologin Alexandra. Willkommen in der Berghoff-Klinik, Herr Poschka. Sie durchschaut die Maskerade sofort. In der Welt der Überforderten fällt der tiefenentspannte und scheinbar glückliche Fussel sofort auf. Aber die Therapeutin lässt ihn nicht auffliegen, denn irgendwie tut dieser Punk ihren Patienten gut. Wacht auf, Ausgebrannte dieser Erde! Leute, ihr braucht mehr Strom, Energie, ihr seid Fahrschulmusik, mehr Sex Pistols! Hä? Fussel ist bei all dem Chaos, das er anrichtet, einfach liebenswert. Günther, komm! Ich mag den ganz gerne, ja. Ich mag das auch gerne, weil Wotan das so gut macht. Man hat am Anfang so den Eindruck, ach du Scheiße, sind alte Aufnahmen aus Wotan Wilke Möhrings Leben. Der Punk kommt durch, weil er ein Punk war. Wie der Punk den Alltag in einer Klinik für Burnout-Patienten aufmischt, ist sehr unterhaltsam erzählt. Doch leider kippt die Komödie in der zweiten Hälfte ins Kitschige und bekommt etwas von Schwarzwaldklinik. Fussel wird verantwortungsbewusst. Das ist zwar durchaus löblich, aber bei weitem nicht so lustig. Geht alles okay? Was?